Leute herkommen. Die können alle nicht schlafen. Daran gewöhnt man sich. Inga, es gibt Dinge, an die gewöhnen sich Menschen wie ich nie. Und dazu gehörst du auch. Oh, wieder mal bei bester Laune, unsere Wunderwaffe. Es ist 3 Uhr nachts und ich war mitten im Tiefschlaf, als du mich angerufen hast. Champagnerlaune kannst du da nicht erwarten. Und das mit der Wunderwaffe muss auch nicht sein, okay? Okay, Kätzchen. Ich heiß auch nicht Kätzchen. Mein Name ist Bote, Alice Bote. Oh. Ist er das? Den langen Haaren nach würde ich sagen, ja. Krause, Franz, Vorarbeiter bei der anliegenden Schrottverwertung Wild und Co. Vor einer Woche spurlos verschwunden, nach 3 Tagen von der Mutter als vermisst gemeldet. Hey, Wegner, wenn du so weitermachst, wirst du doch noch Hauptkommissar. Worauf du einen lassen kannst. Wegner. Und wenn du mich fragst, ist er einfach bei Ladearbeiten ins Wasser gestürzt und hat sich in dem ganzen Schrott da unten verheddert. Kein Mord, kein Totschlag, kein gar nichts. Robert, solche Feststellungen sollten Sie unserem Rechtsmediziner überlassen. Was der Ihnen sagt, weiß ich jetzt schon. Alles Weitere nach der Obduktion. Der Sie beiwohnen werden. Und Sie auch alles. Ach nö, bitte nicht, Chef. Montag, 6.30 Uhr. Auf dem Sektionstisch liegt der Leichnam eines Mannes im Alter von 29 Jahren. Sein Name Franz Krause. Die Haut ist von leicht verstärkt bräunlicher Farbe. Die Leichenflecken sind auf den Rückenpartien. Sie sind violettblau und sind nicht mehr wegdrückbar. Durch den Mund atmen, dann riecht's nicht so. Kann sein, kann nicht sein. Irgendwelche Spuren von Gewaltanwendung? Moment. Gewebsproben wie immer. Kaugummi hilft, glaub's mir. Würgemale am Hals, rechts der Abdruck eines Gegenstandes. Von einem großen Ring? Möglich. Unter den Fingernägeln Hartpartikel. Der hat sich offensichtlich gewehrt. Aber es hat ihm nichts genützt. Ich bin mir jetzt sicher. Der Mann wurde ertränkt. Der Tod schreckt einen nicht. Aber die Gewalt. Alice, sind Sie noch da? Ja, sicher. Der Mann war sofort tot. Die Schüsse wurden aus nächster Nähe abgefeuert. Der hat seinen Mörder direkt in die Augen gesehen. Sieht aus wie eine Dienstpistole. Ist auch eine. Die Tatwaffe? Sieht nicht so aus. Dem Augenschein nach stammen die Schüsse auch aus einem Revolver. Chef, ich habe hier den Dienstplan von Lust. Der hatte gestern den ganzen Tag frei. Ich frage mich, was will ein Beamter der Ermittlungsgruppe Westhafen während seiner Freizeit? Ausgerechnet im Westhafen. Naja, er findet den Hafen so interessant, dass er ihn einfach nicht loslässt. Spitzenidee, Wegner. Vielleicht hat er Ärger zu Hause und ermittelt deswegen auch in seiner Freizeit. Willst du das machen? Ich hab keinen Ärger. Und kein Zuhause, sondern eine Bruchbude. Für uns beide wird's reichen, Wunderwaffe. Dass hier ein Kollege ermordet wurde, scheint sie beide nicht sonderlich zu berühren. Entschuldigung. Irgendwie muss man die Scheiße ja verdrängen. Verena. Frau Graf, ich habe Sie hierher bestellt. Es tut mir leid, aber es ist eilig. Wissen Sie, was Ihr Kollege hier zu tun hatte? Kennen Sie die Pistole? Es ist nicht zufällig deine? Nein. Ist das die Dienstpistole Ihres Kollegen? Ich weiß es nicht. Okay. Bitte warten Sie im Auto, wir sprechen uns gleich. Robert, kommen Sie bitte mal.
Müssen Sie immer mit der Tür ins Haus fallen? Scheiße. Guck dir das lieber nicht an. Zehn Grad. Wie kalt ist es hier draußen momentan? Plus 7 Grad. Wie kalt war es heute Nacht? Laut Wetterdienst minus 8 Grad Celsius. Todeszeit circa 2 bis 2,5 Stunden nach Mitternacht. Bitte, Fräulein, das ist ein Tatfahrzeug. Sie haben nicht viel übrig gelassen von dem Mann. Das macht die immer so. Robert, bitte. Kann ich Sie kurz sprechen, Chef? Die Waffe, die wir auf dem Kran gefunden haben, ist ein Präzisionsgewehr mit Zielfernrohr, Infrarot etc. Fingerabdrücke? Erstaunlicherweise ja. Der Mann stammt aus Albanien und war im Bahnhofsviertel in der Drogenhändlerszene tätig. Aha. Naja, gewisse Befreiungsarmeen finanzieren sich eben auch über Drogenhandel.